Heute ist es wieder Zeit für eine neue Folge von Drei Fragen an. Ich bin Niklas Kiefel und wir befinden uns hier auf dem Forschungscampus der Arena 2036. Meine heutige Interviewpartnerin ist Margareta Fangrad. Sie ist hier Masterandin und Werkstudentin und ihre Bereiche sind Marketing und Kommunikation. Und sie wird uns heute einen spannenden Einblick geben über ihre Aufgaben und Tätigkeiten. Und was sie uns zu sagen hat, das hören wir uns jetzt an. Hi Maggie, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich würde direkt mit meiner ersten Frage starten. Was sind denn hier genau deine Aufgaben in der Arena 2036? Also angefangen haben wir als Kommunikationsteam mit einem Social Media Kommunikationskonzept, wo wir ja unsere bisherigen Social Media Aktivitäten analysiert haben. Darauf aufbauend haben wir ja eine Strategie und ein Konzept entwickelt, wie wir weiter fortfahren wollen. Das heißt, ich bin zuständig für ja unsere Social Media Kanäle und unsere Social Media Themen und verantworte hier diesbezüglich unseren Twitter-Account. Das heißt, alles, was ihr auf Twitter seht, da bin ich hauptsächlich die Leidtragende dahinter. Ansonsten habe ich im Rahmen meiner Masterarbeit eine PR-Strategie für den Forschungscampus auf die Beine gestellt und die auch schon ein bisschen ausgeführt. Und ansonsten bin ich für ja, die meisten Texte, sei es jetzt im Newsletter, auf der Webseite oder auf Social Media, auch für zuständig. Okay. Wir hatten bisher ja nur über die Arena gesprochen. Würdest du sagen, dass dein Job sich hier von deinen vorherigen Jobs irgendwie abgrenzt oder unterscheidet? Auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall so zustimmen. Vor allem in einem Punkt, gerade in Bezug auf die Hands-on-Mentalität, die du hier schon als Mitarbeiterin mitbringen musst und an den Tag legen musst, weil du einfach ja, alle Ideen, die du hast, einbringen darfst und kannst und auch sollst. Und es vor allem auch darum geht, den Forschungscampus aktiv mitzugestalten. Und das kann ich und konnte ich die letzten 1,5 Jahre in der Kommunikation auf jeden Fall machen. Okay, super. Und wo führt es dich nun hin? Wie geht dein Weg weiter? Jetzt nach dem Abschluss meines Studiums werde ich Stuttgart und auch die Arena 2036 verlassen. Ich ziehe nach Hamburg in den relativ hohen Norden und dort starte ich eine Junior-Kommunikationsberaterstelle in einer Agentur. Super, also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wünschen natürlich alles Gute für deinen Weg auch nach Hamburg und bei deinem neuen Job. Dankeschön, euch auch. Mhm.